Wenn du den Hungrigen stärkst, dann geht im Dunkeln dein Licht auf. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Wenn du der Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemanden übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trübt. Die Deinen bauen uralte Trümmerstätten wieder auf. Die Grundmauern vergangener Generationen stellst du wieder her. Man nennt dich Maurer, der Risse schließt, der Pfade zum Bleiben wiederherstellt. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu machen, wenn du den Sabbat eine Wonne nennst, heilig für den Herrn, hochgeehrt, wenn du ihn ehrst, ohne Gänge zu machen und ohne dich Geschäften zu widmen und viele Worte zu machen, dann wirst du am Herrn deine Wonne haben. Dann lasse ich dich über die Höhen der Erde dahinfahren und das Erbe deines Vaters Jakob genießen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Wort des lebendigen Gottes. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Neige dein Ohr, Herr, und gib mir Antwort. Denn elend und arm bin ich. Beschütze mich, denn ich bin dir ergeben. Rette du, mein Gott, deinen Knecht, der auf dich vertraut. Mein Herr, sei mir gnädig, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, mein Herr, erhebe ich meine Seele. Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, reich an Liebe für alle, die zu dir rufen. Vernimm, o Herr, mein Bittgebet, achte auf mein lautes Flehen. Ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, Herr.
In jener Zeit sah Jesus einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da verließ Levi alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi gab für Jesus in seinem Haus ein großes Gastmahl. Viele Zöllner und andere waren mit ihnen zu Tisch. Da murrten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten und sagten zu seinen Jüngern, wie könnt ihr zusammen mit Zöllner und Sünden essen und trinken? Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte, sondern Sünder zur Umkehr zu rufen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. How are you all? Wie geht's euch allen? Good, good. Yeah, nice to see many of you smiling. Yeah. Ich freue mich, dass ich so viele von euch lächeln sehe. Mother Teresa used to say, no, a simple smile can even do wonders. Mutter Teresa hat gesagt, ein kleines Lächeln kann Wunder bewirken. So smile as much as you can. Also lächelt so viel ihr könnt. Yeah. So. Did we hear this first reading any time? Die erste Lesung, die wir heute gehört haben, habt ihr die schon mal gehört? Yesterday, yes. Ja, gestern. Yesterday we continued, that particular part is there today. Gestern haben wir die Lesung von gestern ein bisschen fortgeführt in der Predigt und genau das ist heute als Lesung gekommen. And the gospel reading. Und das Evangelium. Did you hear any time? Habt ihr das schon gehört? Yes, just in the talk. Just in the talk. Ja, and gerade im Vortrag eben. So first reading is already mentioned, gospel is already mentioned. Also die erste Lesung ist bereits erwähnt worden gestern und das Evangelium haben wir eben schon gehört. So I would like to conclude this, our meditation and our thought with what we have started. Und deswegen möchte ich jetzt einfach heute alles zusammenfassen in den Gedanken, so wie wir vor einigen Tagen begonnen haben. We started with three crosses, right? Wir sind mit den drei Kreuzen angefangen, stimmt das? So we will end with the cross. Also werden wir auch mit dem Kreuz beenden. Okay. Einverstanden? Shall we? Okay. So today what I am going to tell is what our dear Pope Benedict XVI has said. Also, was ich euch heute mitteilen möchte und damit euch betrachten möchte, ist das, was unser geliebter Papst Benedikt XVI so gesagt hat. So, this comes from the wisdom of Ratzinger. Also, es kommt jetzt aus der Weisheit von Josef Ratzinger. When he was the cardinal, he wrote a book called The Spirit of the Liturgy. Als er noch Kardinal war, hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Geist der Liturgie. So, what I'm going to speak is from that book. Also aus diesem Buch werde ich jetzt einiges herausnehmen. So when I was in the theologate, als ich im Theologiestudium yeah, war, in the first year, im ersten Jahr, I came across this book. Da ist mir dieses Buch durch die Quere gelaufen. And I felt that so wonderful. Und es hat mir so gefallen. Is his teaching. Diese Lehre. And first time many of the things I am coming to know first time. Und habe vieles entdeckt, was ich zum ersten Mal gesehen habe. Okay, in this short time let's try to see that. Lass uns das jetzt in dieser kurzen Zeit anschauen. Thanks to our Pope Benedict XVI. Erstmal ein Dank an unseren geliebten Papst Benedikt XVI. He may be listening to us now. Vielleicht hört er uns jetzt gerade zu. German book.
Ja, Apop, ne? Unser Papst, ein deutscher Papst, natürlich. Apop, ne? Unser Papst. Ja. So, he tells. Er sagt. No, the cross is the basic sign of Christian prayer. Das Kreuz ist das grundsätzliche Zeichen christlichen Gebetes. Yes or no? Stimmt das? All the prayers we begin with the sign of the cross. All the prayers we end with sign of the cross. Alle Gebete beginnen wir im Zeichen des Kreuzes und beenden wir im Zeichen des Kreuzes. No, Mass or sacraments or rosary, everything begins with sign of the cross, ends with sign of the cross. Also die Sakramente, Rosenkranz, Gebet, alles beginnt mit dem Kreuzzeichen. And he says, what is this cross when we make sign of the cross? What does it mean? Und was bedeutet das, wenn wir das Kreuzzeichen machen? He tells that it is our yes to the Lord. Es ist unser Ja zum Herrn. Yes to God's will. Wir sagen Ja zum Willen Gottes. In a way we are telling Lord, here I am, Lord, to come. I have come to do your will. Wir sagen damit, Herr, hier bin ich und ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. So when we enter the church, there will be holy water. We make the sign of the cross. Auch wenn wir hinten in die Kapelle oder in die Kirche kommen, dann ist da das Weihwasser und wir machen ein Kreuzzeichen damit. So we are telling in a way, here I am, Lord, I come to do your will. Und damit sagen wir, Herr, hier bin ich vor dir und ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. It's our confession of faith. Das ist unser Glaubensbekenntnis. So I say, I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit. So sagen wir, wenn wir das Kreuzzeichen machen, ich glaube an den Vater, ich glaube an den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist. Even though we don't say, I believe in the name of the Father, in a way we are telling, I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit. Auch wenn wir das nicht immer ausdrücklich so sagen, aber das ist darin enthalten, wenn wir sagen, ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Okay, this is the cross. Also das ist das Kreuz. Now let's think of the cross from the Bible. Schauen wir uns jetzt einmal das Kreuz an aus der Sicht der Bibel. Where do we see the cross in the Old Testament? Wo sehen wir das Kreuz im Alten Testament? Ezekiel 10. Okay. Das Taufkreuz. Ja. Before that. Ein bisschen eher, stimmt, aber ein bisschen eher. Pardon? Genesis. The tree of life. Tree of life, no? Become the cross. Very good. That's the first one. Ja, der Baum des Lebens wurde zum Kreuz. Richtig. Yeah. Gut. Next. Yeah. Today we have said, no? When Moses lifted the serpent on the pole. Haben wir heute schon gehört, wie Mose die Kupferschlange aufgerichtet hat. And those who looked were healed. Und die zur Schlange aufblickten, wurden geheilt. And Brother Thomas Wall was explaining how they got healed. Und Thomas Paul hat schon erklärt, warum wurden sie geheilt? Through the power of the redemption Jesus achieved for the entire world, for the past, future and the present. Also für das, die Erlösung, die Jesus uns am Kreuz erwirkt hatte, sie war wirksam für die Gegenwart, für die Zukunft und für die Vergangenheit. And for us human beings, there is time, past, present and future. Für uns menschliche Wesen gibt es diese Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. But for God, there is only present. Für Gott gibt es nur Gegenwart. No past, no future. Da gibt es keine Zukunft, keine Vergangenheit. That's why. Darum. When Moses asked, "What is your name? What should I say when I go?" Deswegen hat Gott ja auch gesagt, als Mose ihn gefragt hat, was soll ich sagen? Wer hat zu mir gesprochen? What did he say? Was hat Gott gesagt? I am who I am. I am who I am. Ich bin der ich bin. I am. Ich bin. Present. Gegenwart. No past, no future. Keine Vergangenheit, keine Zukunft. So for Lord, everything is now. Also für den Herrn ist alles jetzt. He is God. Er ist Gott. No, he is God. Er ist Gott. So, see how our mother Mary was become immaculate. Wie weshalb war und ist unsere Mutter Gottes unbefleckt empfangen?
It was a great privilege given to Mother Mary. Das war ein besonderes Privileg, was ihr gegeben war. Through the merits of his son. Durch die Barmherzigkeit ihres Sohnes. Yeah. Through the merits of her son, she got that special privilege. Sein Verdienst, er hat es ihr schon im Voraus verdient, dass sie unbefleckt empfangen wurde. Yes. So this is and those who were stricken with, you know, were bitten by the snake, when they looked at the serpent, bronze serpent, then he was healed. They were healed. Also die von der Schlange gebissen wurden in der Zeit des Mose und zu dieser kupfernen Schlange aufblickten, wurden geheilt. It was a prefiguration for what is yet to come. Also es war ein Vorausbild dessen, was noch kommen sollte. The people who are in sin, when they look at Jesus on the cross, they get salvation. Their sins are forgiven. Die Leute, die Menschen, die in Sünde sind, wenn sie zu Jesus am Kreuz aufschauen, dann empfangen, können sie die Erlösung empfangen, die Vergebung der Sünden. No, when they come to him. Wenn sie wirklich zu ihm kommen. That's confession, no? We come to him. Das ist Beichte, wenn wir zu ihm kommen. Okay. Then as our Winfried. Winfried has said, there is another place where we see the cross. Und dann hat der Winfried eben schon gesagt, es gibt noch eine andere Stelle im Alten Testament, wo wir das Kreuz sehen. That is from Ezekiel chapter 9. Das ist in Ezekiel Kapitel 9. Let's read 4 to 6. Lesen wir mit Ezekiel 9 die Verse 4 bis 6. Yahweh said to him, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the forehead of all who grieve and lament over the loathsome practices in it. Der Herr sagte zu ihm, geh mitten durch die Stadt Jerusalem und schreib ein Tau auf die Stirn aller Männer, die über die in der Stadt begangenen Gräueltaten seufzen und stöhnen. I heard him say to others, und ich hörte, wie er zu den anderen sagte, follow him through the city and strike. Not one glance of pity, show no mercy. Old men, young men, girls, children, women, kill and exterminate them all. Geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt zu. Euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung. Alt und jung, Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen. But do not touch anyone with a cross on his forehead. Doch von denen, die das Tau auf der Stirn haben, dürft ihr keinen anrühren. So, what is the context? Was ist der Zusammenhang? In a city, there was the people were doing a lot of sin. In dieser Stadt wurde viel gesündigt. No, after reminders, they are not listening. Und auch als sie ermahnt wurden, sie haben einfach nicht zugehört. So God is going to punish. Und jetzt will Gott sie bestrafen. But there were some good people. Aber es gab einige gute. So he is telling his angels to mark those good people with the sign of the cross. Und dann sagt Gott zu seinen Engeln, er soll die gut sind, die Guten, soll er mit diesem Tauzeichen auf der Stirn bezeichnen. Then he tells, okay, you can destroy everybody, but don't touch those with the sign of the cross. Und dann sagt er, ihr Engel, ihr könnt jetzt alles zerstören, nur die mit dem Kreuz, mit dem Tau gezeichnet sind, denen dürft ihr nichts antun. So the sign of the cross becomes a protection for them. Also wurde dieses Tauzeichen auf ihrer Stirn zum Schutz für sie. Have you any other place have you seen similar thing? Gibt es irgendwo im Alten Testament eine Stelle, wo irgendwie so ein Zeichen ein Schutz ist? Yes. In Exodus. Ja, in Exodus. No, Passover. Beim Passia. So Passover, let's read Exodus chapter 12. Lesen wir Exodus 12. Read 6 and 7. Lesen wir die Verse 6 und 7. You must keep it till the 14th day of the month, when the whole assembly of the community of Israel will slaughter it at twilight.
Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Some of the blood must be taken and put on the doorpost and the lintel of the house where it is eaten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. And whenever the angel comes, wherever this is there, those families will be spared. Und wenn dann der Engel kommt an den Häusern, wo er wirklich das Blut findet, da wird er vorübergehen. Okay. But there is a speciality in that. Aber da gibt's noch eine Besonderheit. This one father, when he was explaining, he was telling about this. Der Papst, als er das hat es erklärt. For that I have to show you. Das möchte ich euch jetzt zeigen. So what are the doorposts and the lintel? Also da ist jetzt der Türsturz. Das sind die Pfosten. Okay, these are the doorposts. Und das ist der Balken. So, what did he say? Put blood on the doorpost. So, suppose I put blood here. Blood also, ihr here, sollt das Blatt, blood here, blood here. Ihr sollt das, okay? Das Blut an die Türpfosten und an den Türsturz bringen. So, I am putting blood here, blood here, blood here, blood here. You just join all those points. Also, wenn ihr jetzt an die Türpfosten und an den Türsturz Blut spreit, all those points, what do you get? Und wenn ihr dann das miteinander verbindet, was entwickelt sich dann? Ein Kreuz. So, habt ihr es verstanden? Yeah. Okay. You understood, no? So, it was in a way, it is a sign of the cross. Also, wenn man das Blut vom Türsturz mit dem Balken verbindet, dann gibt sich ein Kreuz. Also, es ist das Zeichen des Kreuzes. See the wisdom, the evolution, no? The progression of this. Also seht ihr schon, was für eine Offenbarung darin verborgen ist. Yeah. So this was beginning, okay? We have the tree of life, then we have this one, then also wir haben den Baum des Lebens, dann haben wir eben das Bestreichen der Türpfosten. Genesis, Exodus. Kreuzes, Genesis, Exodus. Then Numbers, we have the bronze serpent. Im Buch Numeri haben wir die eherne Schlange, die aufgerichtet wird. Then Ezekiel, we have the sign of the cross. Dann im Buch Ezekiel haben wir dieses Tauzeichen auf der Stirn. Now let's come to the New Testament. Dann verlassen wir jetzt das Alte Testament und kommen ins Neue Testament. So, where do you see, where do you hear cross? Wo hört ihr im Neuen Testament vom Kreuz? When do Jesus tell about cross? Wann erzählt Jesus vom Kreuz? Yes, take your cross daily. Nehmt euer tägliches Kreuz auf euch, sagt Jesus. Huh? Take your cross daily. Nehmt euer tägliches Kreuz auf euch. And Pope Benedict XVI says, und Papst Benedikt XVI hat gesagt, cross is a way of salvation. Das Kreuz ist der Weg der Erlösung. Cross means it is the way of salvation. Kreuz bedeutet der Weg der Erlösung. He says it's a signboard. Es ist ein signboard. Signboard, no? Ein Symbol. Not simple. Signboard, no? Whether to go this way, direction also showing ein, direction. Ein Wegweiser. Yeah. Ein Wegweiser. It's a signboard. Also ein Wegweiser. Towards salvation. Es ist ein Wegweiser zur Erlösung. Pope Benedict XVI says, so cross is the means to salvation. It is the signboard to salvation. Also er sagt, das Kreuz, die Bedeutung des Kreuzes ist, dass es der Wegweiser zur Erlösung ist. So it is up to us. Signboard, you can obey or you can follow the signboard or you can reject the signboard. It's up to you. Also es liegt an euch, ob ihr diesem Wegweiser folgt oder ob ihr einen anderen Weg einschlagt. Suppose in the signboard it is mentioned, the road is closed. If you go, what will happen? Also wenn auf dem Wegweiser steht, die Straße ist gesperrt und ihr geht da lang, was wird passieren? Ja. Yeah, so in the same way, it is no the signboard to salvation. Also, das ist der Wegweiser zur Erlösung. So it is up to you whether to obey or not. Also, es liegt an euch, ob ihr gehorchen wollt oder nicht. Let's take Matthew 24:13. Nehmen wir Matthäus 24:13.
I have a question for you. Aber vorher habe ich noch eine Frage für so euch. So listen carefully. Also, ich lese es euch vor, aber hört ganz aufmerksam zu. Okay. And the Son, 24:30. And the sign of the Son of Man will appear in heaven. Then all the people of the earth will be their breast and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen, und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. My question is, jetzt kommt meine Frage. What is the sign of the Son of Man? Was ist das Zeichen des Menschensohnes? Kreuz. So that is what we are going to see. Also das Zeichen des Menschen ist das Kreuz, und deswegen werden wir das Kreuz sehen. Then we have the crucifixion of Jesus. Dann gibt es noch die Kreuzigung Jesu. Then let's go to the last book. Und dann gehen wir ins letzte Buch. Let's read Revelation chapter 7 verse 1 to 4. Lesen wir auf der geheimen Offenbarung, 7. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Next I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the world to keep them from blowing over the land or the sea or any tree. Danach sah ich, vier Engel standen an den vier Ecken der Erde. Sie hielten die vier Winde der Erde fest, damit der Wind weder über das Land noch über das Meer wehte, noch gegen irgendeinen Baum. Then I saw another angel rising where the sun rises, carrying the seal of the living God. Dann sah ich von Osten her einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes. He called in a powerful voice to the four angels whose duty was to devastate land and sea. Und er rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu. He tells, er sagt, wait before you do any damage on land or sea or to the trees until we have put the seal on the foreheads of the servants of our God. Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. What is that seal? Was ist dieses Siegel? This is in Revelation. Das Kreuz. Und so, dies lesen wir in der Offenbarung. So from Genesis, Exodus, Numbers, Ezekiel, Gospel, Revelation, we see the cross. Also angefangen von Genesis über Exodus, Numeri, Ezekiel, über das Neue Testament bis hin zur Offenbarung sehen wir das Kreuz. Ja. Yeah. Ein It is those who are marked with the cross are saved. Und die mit dem Kreuz bezeichnet sind, sind gerettet. So we have seen cross is a protection. Also wir haben gesehen, das Kreuz ist ein Schutz. Cross is a way to salvation. Das Kreuz ist der Weg zur Erlösung. Cross is a means of healing. Im Kreuz ist Heil. Because when they looked at the cross, they were healed. Weil wenn sie zum Kreuz aufschauten, wurden sie geheilt. That is in Old Testament, in the New Testament. Das war im Alten Testament und jetzt im Neuen Testament. Is there anybody who looked at the cross was healed? Gab es irgendjemand, der zum Kreuz aufgeschaut hat und geheilt wurde? At Calvary? Auf dem Berg Calvaria? Yes. Yes. When one of the soldiers, einer der Soldaten, als er Jesus das Herz durchbohrte, blood came out, blood and water. Ist Blut und Wasser herausgekommen. And he was? Und er war doch auf dem einen Auge blind. Yes, he got healed. Und er wurde dadurch, dass das Blut in das Auge kam, geheilt. So cross is a means, no, it's a means of healing. Also das Kreuz hat auch die Bedeutung zur Heilung. It's a means of hope. Und im Kreuz ist Hoffnung. You know, in Revelation, Genesis chapter 12, God tells Abraham, I will make you a blessing.
Und in Genesis 12 sagt Gott zu Abraham, ich werde dich zu einem Segen machen. And he became a blessing. Und er wurde zu einem Segen. But Jesus, the son of Abraham, aber Jesus, der Sohn Abrahams, was the reason for the blessing. Er war der Grund für diesen Segen. No? It was through Jesus all these blessings came. Durch Jesus kam dieser ganze Segen. My question is, how do we bless? Also meine Frage noch einmal, wie segnen wir? Through the sign of the cross. Wir segnen im Zeichen des Kreuzes. How do the priest bless? Wie segnet der Priester? Through the sign of the cross. Im Zeichen des Kreuzes. Okay. Actually, what was this cross actually? Also was war dieses Kreuz in der Tat? For the Romans. Für die Römer? Ein Fluch. It was a curse. Ja, es war ein Fluch für die Römer. But when Jesus was on the cross. Aber als Jesus am Kreuz hing. There were many people on the cross, so many times. Es war da gewöhnlich oder es gab es immer wieder, dass Leute am Kreuz hingen. But when Jesus was on the cross. Aber als Jesus am Kreuz war. Cross, a curse became a blessing. Wurde der Fluch des Kreuzes zu einem Segen. In our lives also it is like this. Und so ist es, kann es auch in unserem Leben sein. We feel that my cross is heavy. Wir haben das Empfinden, mein Kreuz ist so schwer. I cannot carry it. Ich schaffe das nicht mehr zu tragen. But the moment Jesus is put on the cross. Aber in dem Moment, wo Jesus sich mit meinem Kreuz vereinigt, that curse become a blessing. Wird dieser Fluch des Kreuzes zum Segen. Curse become protection. Der Fluch wird zum Schutz. Curse become, no, that cross become power. Und das Kreuz wird zur Kraft. How did Constantine win the battle? Wie hat der Konstantin die Schlacht gewonnen? On the armor, they put the cross. Er hat auf die Rüstung jedes Soldaten das Kreuz gemacht. So when Jesus comes into our life, when we put Jesus into our life, even though it is broken, even though I am a curse, the curse will change into a blessing. Also wenn Jesus in unser Herz kommt, selbst wenn unser Herz zerbrochen ist, selbst wenn ein Fluch auf unserem Herzen liegt, unser Herz wird durch das Kommen Jesu verwandelt zum Segen. I would like to conclude with what Pope Benedict XVI says. Ich möchte jetzt abschließen mit dem, was Papst Benedikt XVI gesagt hat. He tells. Er sagte. I remember. Ich erinnere mich. When I was small. Als ich klein war. My parents used to make sign of the cross on my forehead. War es bei uns eine Gewohnheit, dass meine Eltern ein Kreuz auf meine Stirn machten. Every time I go out of my house. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlassen habe, haben meine Eltern das gemacht. And he tells. Und dann sagt Papst Benedikt. My parents used to make three signs of the cross. Meine Eltern haben drei Kreuze gemacht. On the forehead. Auf die Stirn. On my mouth. Auf meinen Mund. And my chest. Und auf meine Brust. And he tells. Und dann sagte er. It reminded me. Das erinnerte mich. No, in a way, not to go out of the protective sphere of the cross. Das erinnerte mich oder bewahrte mich, dass ich nicht aus diesem Schutzkreis des Kreuzes herausging. And also he said, especially during my episcopal ordination. Und besonders während der Zeit meiner Weihe. Then he says, no, how much I need the power of the cross to, you know, animate God's children. Also wie sehr brauchte ich da die Kraft des Kreuzes, um die Kinder Gottes zusammenzuhalten? No, he tells, when I was small, my parents used to do, and that is still in my mind. Also er sagte, als ich ein Kind war, haben meine Eltern mich immer wieder bekreuzigt, und das bleibt in meinem Gedächtnis, in meinem Geist. You know, we are from a different rite, Syrian rite. Also wir kommen von verschiedenen Riten, die Heilige Messe zu feiern. Ich komme aus dem syro-mabalischen Ritus. Yeah. So we are taught to make the sign of the cross before prayer like this. Und wir machen das Kreuzzeichen, bevor wir beten, so wie ich es jetzt zeige. So when I heard Pope Benedict says, then I remembered how our parents also taught.
als ich das von Papst Benedikt gelesen habe, da fiel mir ein, wie meine Eltern das gelehrt haben. So when we come to the church or when we start to pray the evening prayer, we do like this. Also wenn wir in die Kirche kommen oder wenn wir unser Abendgebet machen, dann machen wir das so. Through the sign of the cross, durch das Zeichen des Kreuzes, from all our enemies, vor all unseren Feinden, save us, O Lord. Rette uns, O Herr. Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. It is like this. So okay? Ähnlich ist es. Once more. Noch einmal. Through the sign of the cross, durch das Zeichen des Kreuzes, from all our enemies, vor all unseren Feinden, save us, O Lord. Bewahre uns, O Herr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. That is the way we make the sign of the cross. Correct, no? Yeah. So machen wir das Kreuzzeichen. Stimmt doch, Thomas Paul, ja? Yeah. So, this is the teaching of Pope Benedict the 16th. Und das war jetzt das, was Papst Benedikt der 16. gesagt hat. I would like to add one more. Eins möchte ich doch noch hinzufügen. In Bible, you know, Moses pray for Amalekites, pray against the Amalekites, no? When also they were... ihr wisst vielleicht, Mose hat gegen die Amalekiter gebetet. How did he pray? Wie hat er gebetet? Yes. Ja, er hat mit ausgebreiteten Armen gebetet. What is this sign? Und was entsteht dann für ein Zeichen? It's cross. Es entsteht das Zeichen des Kreuzes. Whenever his hands were extended like this, und immer wenn er seine Arme ausgebreitet hielt wie das, whenever his hand was extended like the cross, immer wenn seine Arme ausgebreitet waren wie Jesus am Kreuz, no power could overtake the Israelites. Konnte keine Macht sie überkommen. But when it was down, aber wenn seine Arme müde waren und herunterfielen, see, that's the power of the cross. Dann war es umgekehrt, dann waren die Amalekiter am Siegen. Aber das ist die Kraft des Kreuzes. And let's Catechism of the Catholic Church 618. Nehmen wir den Katechismus der katholischen Kirche 618. It tells. Da wird gesagt, apart from the cross, there is no ladder by which we may get to heaven. Rosa von Lima. Did you hear this anytime? Das sagt die heilige Rosa von Lima. Es gibt keine andere Leiter, um zum Himmel emporzusteigen, als das Kreuz. Once more. Noch einmal. Es gibt keine andere Leiter, um zum Himmel emporzusteigen, als das Kreuz. So with this we will conclude. Damit werden wir es abschließen. So remember. Also erinnert euch. The sign of the cross is power. Das Zeichen des Kreuzes hat Kraft. Sign of the cross is protection. Das Zeichen des Kreuzes ist Schutz. Sign of the cross is hope to salvation. Das Zeichen des Kreuzes ist Hoffnung auf Erlösung. Way to salvation. Der Weg zur Erlösung. It is healing. Es ist Heil. So let us make the sign of the cross nicely. Also lasst uns immer dran denken und lasst uns ein schönes Kreuzzeichen machen. Why I said this? Warum sage ich das? Because 2 weeks back. Weil vor 2 Wochen. One of the persons were telling. Hat mir jemand gesagt. In one of the exorcisms in Rome. Da gibt es einen Exorzismus in Rom. The Satan told the priest. Und der Satan hat zu den Priestern gesagt. These times. In diesen Zeiten, I have distorted the sign of the cross. In diesen Zeiten habe ich das Zeichen des Kreuzes zerstört. No, he said, you see how people make the sign of the cross. Und schaut doch, wie die Leute das Kreuzzeichen machen. How do we make the sign of the cross? Wie machen wir das Kreuzzeichen? Satan says, I have distorted how the way people make the sign of the cross. Der Teufel sagt, ich habe das verunstaltet, wie die Leute das Kreuzzeichen machen. Let's make the sign of the cross nicely. Also lasst uns das Kreuzzeichen wirklich schön machen. Because it is power. Weil es liegt eine Kraft darin. It is protection. Es ist ein Schutz. It is salvation. Es ist die Erlösung. It is healing. Es ist Heil. So let us conclude by making a sign of the cross. Und lasst uns jetzt zusammen abschließen, indem wir ein Kreuzzeichen machen.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.